Knusperfix und 2x3, das Märchenbuch für große und kleine Kinder. Herausgeber dieser schönen Geschichte von den nordischen Waldmännern aus dem Solling sind das innovative Gespann vom Team 4, Regina und Uwe Woltemart. Die Buchautorin Regina Woltemart in ihrer Galerie am Bremer Teerhof hat einen guten Draht zu Kindern, nordischen Sagen und den heimischen Solling. Eine Mischung, die ein lesewürdiges Märchenbuch garantiert. Knusperfix und 2x3. Die Hauptrollen spielen Knusperfix und 2x3. Das sind zwei nordische Waldmänner. Das ist natürlich jetzt eine ausgedachte Spezies, aber man kann sie sich vorstellen, so wie Kobolde oder Zwerge, Elfen, alles so ein bisschen aus dem Fantasiebereich. Dann gibt es in ihrer Gemeinschaft noch Harry Trödeltasse, den Beagle. Dann kommt noch vor Emma die Bodenmaus, die sorgt im Hause der nordischen Waldmänner für das leibliche Wohl, kocht und backt also für ihr Leben gerne. Knusperfix und 2x3 sind zwei nordische Waldmänner. Nordische Waldmänner sind kleine Gesellen, nur wenig größer als Zwerge, die im hohen Norden leben. In Schweden und Norwegen beispielsweise, aber auch in Finnland und Estland. Es wurde auch schon gemunkelt, dass man sie in Patagonien gesehen hat, am südlichen Zipfel Südamerikas, kurz vor dem Südpol. Unsere beiden Freunde sind schon vor langer Zeit nach Deutschland gekommen und da es ihnen hier so gut gefiel, sind sie einfach geblieben. Knusperfix erhielt seinen Namen, weil er leidenschaftlich gerne Tannenzapfen knuspert. Deshalb sorgt er auch dafür, dass immer ein großer Vorrat im Schuppen ist. 2x3 bekam seinen Namen, weil er in jungen Jahren nur bis 6 zählen konnte, nämlich 2x3. Denn nordische Waldmänner haben an jeder Hand einen Daumen und 3 Finger. Auch wenn er alle Finger zur Hilfe nahm, konnte er nur bis 6 zählen. Mittlerweile hat er natürlich dazugelernt, aber wenn man seinen Namen erst einmal bekommen hat, wird man ihn nicht mehr los. Ja, es ist ein Kinderbuch, es ist eine gute Nachtgeschichte, zum Vorlesen geeignet. Oder wenn Kinder selber lesen können, können sie es vielleicht so ab 6 Jahren auch alleine lesen. Die beiden Freunde wohnen in einem kleinen, etwas windschiefen Häuschen am Rande des Waldes, mitten im tiefen Solling. Ihr Garten ist ganz verwildert. Und es leben hier noch jede Menge Mäuse, Maulwürfe, Ameisen und Käfer. Und aus dem Wald kommen immer wieder Rehe und Hirsche, Wildschweine und ab und zu der Wolf vorbei. In den Bäumen zwitschern den ganzen Tag die Vögel, sodass die beiden gar kein Radio brauchen, denn so haben sie die schönsten Melodien frei Haus. Wenn sie dann so in ihren Hängematten dösen, glauben sie, auf dem schönsten Fleckchen der Welt zu leben. Es ist immer etwas los bei den beiden und über Langeweile können sie sich wirklich nicht beklagen. Sie klagen ohnehin nie, weshalb auch. So gut wie es ihnen geht, gibt es keinen Grund. Man sollte das Leben immer von der schönsten Seite aus betrachten, lautet ihr Grundsatz. Es ist wirklich ein Buch fürs Herz und fürs Gemüt. Und was Knusperfix und 2x3 auch meinten, man soll das Leben von der schönsten Seite sehen. Und so kann man sich viel daraus nehmen. Wirklich, es ist einfach nett. Knusperfix und 2x3 freuen sich sehr, als die große Möwe, die für Kobolde, Elfen und Waldmänner als Postbote unterwegs ist, einen großen Umschlag bringt, gerade als sie beim Frühstück sitzen. »Hallo, große Möwe«, begrüßt Knusperfix sie. »Bringst du uns Nachrichten aus dem hohen Norden?« »Ja, der Ältestenrat der nordischen Waldmänner hat ein Treffen ausgerufen, aber da ihr das bis hierher nicht hören könnt, bringe ich es euch schriftlich.« »Vielen Dank, große Möwe«, bedankt sich 2x3 und macht eine tiefe Verbeugung vor der Möwe. »Das gehört sich so, wenn man jemanden achtet. Und die große Möwe gehört, genau wie der Ältestenrat, zu den Respektspersonen im Reich der nordischen Waldmänner. Das ist schon seit Urzeiten so und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.« Sie bieten der großen Möwe noch einen heißen Kakao an, damit sie sich stärkt für ihren langen Heimflug.
Dankbar nimmt sie das köstliche Getränk an, verschnauft noch einen Moment, bevor sie wieder auf die Reise geht. Knusperfix öffnet mit einem Brieföffner sehr sorgfältig den Umschlag, setzt seine Brille auf und liest: Lieber Knusperfix und lieber 2x3, der Ältestenrat der nordischen Waldmänner hat zu einem Treffen aufgerufen und bittet euch, daran teilzunehmen. Für die beiden Freunde ist es keine Frage. Bei einem solchen Treffen, das ja nur alle 100 Jahre stattfindet, darf man nicht fehlen. Das ist Ehrensache für nordische Waldmänner. Schließlich werden dabei doch wichtige Dinge für die nächsten 100 Jahre beschlossen. Und wenn man die nicht weiß, steht man ganz schön dumm da. Unser Treffen findet statt am 36. Tag im Katzenmonat, wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hat und an diesem Tag auch nicht untergeht. Gezeichnet: Obernordischer Waldmann aller nordischen Waldmänner, Urgul von Urgulström. Knusperfix und 2x3 fühlen sich geehrt. Sonst hat ihnen in den vergangenen Jahrhunderten immer der Sekretär von Urgul, dem obernordischen Waldmann, geschrieben. Nun aber sollen sie in die Ehrenreihe der nordischen Waldmänner aufgenommen werden. Das ist die allerhöchste Auszeichnung unter den nordischen Waldmännern. Also ich finde, die Geschichte ist wirklich so nett geschrieben. Und es ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Die Autorin erzählt es so nett, so lebendig, so fantasievoll und auch anschaulich, die Reiseroute, sodass also die Kinder und vielleicht auch die Erwachsenen noch eine ganze Menge dazulernen. Dabei gehen die Freunde auch sehr höflich miteinander um, was ja heute auch nicht mehr unbedingt so üblich ist. Und trotzdem, es ist spritzig und witzig. Es ist also nicht nur die Höflichkeit, sondern auch das Witzige dabei. Knusperfix und 2x3 freuen sich schon tüchtig auf das große Fest. Sie werden in aller Ruhe ihren Bollerwagen packen und ihren getreuen Harry Trödeltasse vorspannen. Der Gute hat sie schon viele Male von einem Ort zum anderen gebracht, aber immer mit ganz viel Gemächlichkeit. Denn Schnelligkeit ist nun mal nicht seine Sache. Nur manchmal, wenn es ihm wirklich wichtig ist, kann er rennen wie ein Windhund. Weil er aber in der Regel lieber langsam und bedächtig läuft, hat er den Zunamen Trödeltasse von den beiden bekommen. Harry Trödeltasse ist ein Beagle, und zwar ein Beagle Harrier, was zu seinem Vornamen Harry führte. Übrigens ist er der Einzige auf der ganzen Welt, der schon so alt ist. Normalerweise werden Hunde ja höchstens 15 oder 16 Jahre alt, was für einen Hund schon sehr alt ist. Aber als Harry zu den beiden nordischen Waldmännern kam, hielten sie ihre flauschigen Hände über Harry und murmelten ihren Zauberspruch, mit dem man so alt wird wie ein nordischer Waldmann. Das funktioniert aber nur bei Tieren und auch nur bei solchen, die die nordischen Waldmänner in ihr Herz schließen. So, liebe Kinder, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Appetit darauf gemacht, die Geschichte selber zu lesen oder als gute Nachtgeschichte vorgelesen zu bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und tschüss. Knusperfix und 2x3 erhältlich in jedem Buchhandel und über das Internet. Okay.